Okay, Capture Card mal wieder abgeschmiert, weiter geht's. Und da sollte ich vielleicht, oh Gott, nicht runter. Kein Problem, alles safe. Das hätte mir beinahe dieses Leben hier mein Leben gekostet. Ja, ich kenne Conker schon, also ich habe davon schon einiges gesehen, deswegen weiß ich schon, wie das so ungefähr ist. Oh Gott. Okay, da sollte ich jetzt mal das probieren. Klappt. Deswegen komplett blind wäre das Conker Let's Play auch nicht. Ein bisschen was kenne ich davon schon, aber halt nicht alles. Ich dachte schon, das hier wäre unser Ziel. Deswegen hatte ich mich schon so halb entspannt und mich gewundert, warum es so einfach war, aber war dann eben nicht so einfach. Von wo werde ich eigentlich beschossen? Von da oben irgendwo? Also die gelbe Waffe ist, wie ich finde, die mit Abstand sinnvollste. Die blaue, da ist die Munition viel zu schnell leer. Die rote hat zu wenig Reichweite und die... der Raketenwerfer, der hat auch zu wenig Munition. Das heißt, den will ich immer nicht verschwenden. Okay, einfach mal drunter durch. Warum nicht? Wo muss ich lang? Nach unten oder nach oben? Muss da irgendwas abschießen? Sehe ich das richtig? Oder warum sind da... Ach, hier ist noch ein Precursor auf, yo. Den nehme ich mit. Also muss ich da tatsächlich rüber? Ist das nicht ein bisschen weit? Nee, geht. Alles klar. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust, jetzt hier noch zu verrecken irgendwie und dann wieder alles von vorne machen zu dürfen. Ich gehe davon aus, dass ich alles wieder von vorne machen darf. Geht das Fließband denn dahinter? Ah, das geht da weiter, okay. Sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Triff ihn doch. Leben. Nein, kein Leben. Ich will aber Leben haben. Spiel, gib mir Leben. Hier unten ist doch bestimmt ein Precursor. Ja, das war klar. Das war ein zu offensichtlicher Bereich hier dafür, dass da gar nichts ist. Macht halt schon Spaß, die Dinger zu suchen, aber wie gesagt, ich glaube, es macht jetzt so hier keinen Sinn momentan. Da macht es, glaube ich, eher mehr Sinn, dass ich das dann irgendwann mal im Nachhinein, wenn ich ein bisschen mehr Luft habe, wenn im Winter nicht so super mega viele Projekte rauskommen wie jetzt, so super mega viele Spiele rauskommen wie jetzt, die ich alle Let's Playen möchte, dann macht es, glaube ich, mehr Sinn, das dann irgendwann zu sammeln, als jetzt. Oh Gott, ich hasse es. Ja, vorhin gab es so viel Leben in dem Level, in dem ich eben so lange gewartet habe. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es hier eventuell auch welches geben könnte. Das war wohl nur Wunschdenken. Ich hasse es. Ich hasse es. Ach, wenn man eins trifft, dann schalten sich alle um. Deswegen war das hier eben wieder umgeschaltet.
Ja, spring doch! Ich weiß schon, wie ich es machen soll. Ich muss da rüber springen und in der Luft dann das Ding da abschießen und dann auf dem anderen Ding landen. Aber so weit komme ich leider nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was ich bei Konka schon alles gesehen habe, aber ein bisschen was habe ich auf jeden Fall. Zieht euch! Nein, stimmt! Ah, scheiße, ich habe... Jetzt habe ich natürlich vergessen, dass ich nur so wenig Leben habe. Hier war ein Checkpoint? Hier war ein Checkpoint in dem Level? Was sind denn die Entwickler gefahren? Na gut, dann brauche ich auch kein Leben. Wenn genau vor der Stelle, wo ich mir Leben gewünscht habe, ein Checkpoint war, das ist natürlich noch besser. Das ist eine Stelle, die ich zum Beispiel gesehen habe. Da ist Leben? War da eben auch Leben? Da ab. Nein, du darfst es nicht ab. Schieß es bloß nicht ab. Bloß nicht abschießen. Das hintere Fließband ist ja schon richtig. Müssen wir nur drauf. Ich glaube, sich da direkt hinterzustellen, hat eher wenig Sinn gemacht. Okay, ich sollte vielleicht mit dem Ding nochmal probieren. Boah. Da kam mehr raus, als ich erwartet habe. Schon wieder Leben. Hallo? Da war gerade erst ein Checkpoint. Warum gibt er mir jetzt schon zweimal Leben? Ah, ihr braucht immer mehr Männer. Nochmal Leben? Hallo, wir sind hier in Jack 2, ne? Oder fingen die Entwickler jetzt gegen Ende schon an, sozialer zu werden? Um sich auf Jack 3 vorzubereiten. So, und darüber, und darüber, und darüber. Muss ich irgendwas machen? Ah ja, sowas muss ich hier machen. Bin ich jetzt gleich mal da? Was soll denn das Ganze hier? Oh, das sieht aus wie ein großer Kap... Ist der Anfangsbereich, ne? Auf jeden Fall ist da eine große Tür. Der ist nicht der Anfangsbereich. Oh Gott. Nochmal vielen Dank für den Tipp, der hilft dir auf jeden Fall. Oh Gott, wie viele denn noch? Boah. Ich
keinen Precursor habe und wo in der Ecke. Dann sind wir wieder draußen. Warum haben wir den ganzen Kram jetzt gemacht? Wir sollten hier doch irgendwas... Ich meine, sollten wir hier nicht den Stein finden? Oh Gott, das sieht nach Endboss-Fight aus. Schon beim ersten Mal war mir klar, dass du was Besonderes bist, Jack. Schön, dass du so weit gekommen bist. Wir haben viel durchgestanden. Ne? Klar, mir kommen gleich die Tränen. Ich liebe Waffen. Ich liebe es, wie sie aussehen, wie sie sich anfühlen. Sogar, wie sie riechen. Ich glaube, du brauchst professionelle Hilfe. Am besten war Mars mächtige Waffe, mit der er das Metallschädelnest aufbrechen wollte. Der arme Narr starb, bevor er sie benutzen konnte. Ja, ja. Aber jetzt habe ich die Bohrerbombe, habe sie gerade fertiggestellt. Mit diesem Meisterwerk kann ich den Prekursorstein aufbrechen und die unsagbare Energie in seinem Innern freisetzen. Wenn der Baron den Stein bringt, verstecken wir ihn in der letzten Eco-Lieferung und bringen ihn ins Metallschädelnest. Ein Überraschungsdessert. Nimm diesen Waffenbonus und vergiss, was du hier gesehen hast. Diesmal nicht, Crew. Für dich rühre ich keine Waffe mehr an. Das heißt dann wohl Krieg. Du weißt, ich kämpfe. Aber den Bonus erstmal annehmen, was? Ich habe eine geheime Verwandlungswaffe. Sag Hallo zu meinem kleinen Freund. Ah, jede Menge Ups. Ist das nicht schön? Ich freue mich ja, dass wir dem auch mal eine drauf geben. Dann müssen wir die Dinger zerstören, dann müssen wir uns um den echten kümmern. Versuch's mal mit zerstören. Ich glaube, in unserem Leben jetzt schaffen wir es eh nicht. Einfach mal austesten, was man hier machen muss. Wo ist er denn? Du stabatierst meine Geduld. Gut, alles klar. Darf ich dich meiner Crew vorstellen? Super, Witz. Der war voll gut. Schöner Wortwitz. Darf ich dich meiner Crew vorstellen? Habt ihr verstanden? Oh Gott. Da habe ich noch mehr Lust, dich wegzuballern, wenn du solche blöden Sprüche gibst. Weg! Noch irgendwo einer? Ich bin da ganz hinten, ich hab Angst. Was macht der denn da? Ja, super, und dann trifft er mich. Bin ich ganz schön schnell. Guter Schuss, Jack. Der große Mann hat Aua. Nein. Phase 1. Mir stehen echt gute Männer zur Seite. Außerdem den Gegner geschlagen. Sollte eine Munition holen. Ich hab ein Problem. Darf ich dich meiner Crew vorstellen? Aber die geben nur Munition für die gelbe. Das heißt, ich habe nicht wirklich viel Möglichkeit, die mit der roten zu killen. Also da habe ich vielleicht 2-3 Versuche. Ansonsten gibt es hier nur Munition für gelb. Ah, jetzt gibt es Munition für rot. Ach, man darf hier bei denen nicht zu viel Leben verlieren. Also nicht so, wie ich es gerade tue. Wenn die einen Eimer haben, dann kommt man auch nicht raus, oder? Du kannst nicht gewinnen, Jack. Nö, kann ich auch nicht mehr mit dem bisschen Leben, was ich jetzt noch habe. Ich sehe ihn nicht. Kamera? Ja, wir sind doch eh tot. Ein Treffer und wir sind weg. Lass uns tanzen.
Darf ich dich meiner Crew vorstellen? Warum? Der hat mich doch weggeballert vorher. Ach, so eine Scheiße. Warum? Oh, jetzt habe ich doch bei den letzten drei Gegnern noch zweimal Schaden genommen. Mir wird langweilig. Lass es uns jetzt beenden. Hab ich ihn verloren? Ich hab ihn verloren. Da ist er. Guck hinter mich! Warum? Ich schieß doch rechtzeitig! Das kann nicht wahr sein. Ich habe noch keine Idee, wie ich die vernünftig besiegen soll. Wenn die einmal bei mir in der Nähe sind... glaube ich, Mini-Varianten von True, oder? Darf ich dich meiner Crew vorstellen? Einfach mal in den Tod springen, geht auch. Darf ich dich meiner Crew vorstellen? Kamera vernünftig drehen und dann, ja, Kamera vernünftig gedreht und genau dann kommt so ein blöder Balken. Ein Stahlträger oder was das da war. Da, wo ist der letzte? Direkt hinter uns. Du strapazierst meine Gedoll. So, das war doch mal eine gute... Das kann nicht wahr sein. Dann ist der in mir drin gespawnt und hat mich deswegen in die Schlucht geschubst. Haben wir die erste Phase mal komplett ohne Schaden überstanden und dann spawnt der Gegner in mir drin? Also wenn Jack 2 nicht schon schwer genug wäre, dann müssen sie natürlich auch noch schwere Bossfights machen, ne? Aber ich glaube, sonst wäre man noch enttäuscht. Wenn man das Spiel bis hierhin geschafft hat, dann würde plötzlich ein leichter Boss kommen. Jetzt haben wir dieselbe Phase mit der Hälfte des Lebens geschafft. Und diesmal spawnt natürlich keiner in uns drin, ist klar. So ein Stück laufen, dann umdrehen und alles wegballern und den einen leider nicht erwischen und Schaden nehmen. So war der Plan. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zu viele, zu viele, zu viele, zu viele. Ja, das war's schon. Ein Treffer von True und wir sind tot. Oder zwei Treffer von den Viechern hier und wir sind auch tot. Also, das ist vorbei. Du tabattierst meine Geduld. Darf ich dich meiner Crew vorstellen? Ja. Ein
drehen und in die Richtung feuern. Drehen. Treff den doch! Das war's noch nicht. Da kommt noch einer. Für einen dicken Mann bin ich ganz schön schnell.